Frank, ein Hesse on Tour. Heute machen wir mal eine kleine Hausrunde und vorgenommen haben wir uns, bis zur Weißen Dame zu gehen. Das ist ein Lokal in einem entfernteren Nachbarort. Schön durch den Wald durch und durch die Wiesen durch. Kommt einfach mit. Viel Spaß dabei. Hier bei uns laufen die Hühner noch frei. So, hier geht es jetzt erstmal über die Bahnschienen drüber. Und dann weiter über die Brücke Richtung Wald. Auf dem Funkmast der Deutschen Bahn nistet ein Storchenpaar. Schon seit einigen Jahren. Letztes Jahr wurde das Storchennest nach der Brutzeit entfernt, doch die Störche haben dieses Jahr einfach wieder ein neues dort gebaut. Die Fulda. Sie hat zurzeit Hochwasser. Hier kommen wir jetzt an dem Wertholzplatz von Friedlos vorbei. Ab hier ist der Weg dann schon ausgeschildert.
Und da sehen wir den Ort Ludwigsau, Ortsteil Friedlos. Wir laufen hier auf dem Fulda-Radweg, der in diese Richtung nach Schlitz und in die entgegengesetzte Richtung nach Rodenburg an der Fulda führt. Hier kommen wir jetzt noch an Kleingärten vorbei. An Friedlos vorbei kann man schon auf die Kläranlage und die Geschäfte, die Autowerkstatt Schade und Sohn und auf das Klinikum in Bad Hersfeld blicken. Es lässt sich ja recht gut hier laufen, aber leider ist es halt ein asphaltierter Weg, da ja hier auch jede Menge Radverkehr unterwegs ist. Ja, leider ist das Wetter ja heute nicht so berauschend. Es ist zwar trocken, aber immer noch recht kühl. Und hier auf dem Weg haben sie sich natürlich auch ein bisschen Blödsinn einfallen lassen. Da stehen auf etlichen Bäumen irgendwelche komischen Sprüche drauf. Ich zeige euch das jetzt gerade mal. Hier zum Beispiel großes Wortspiel kleiner Hannes, was auch immer das zu bedeuten hat. Noch so ein komischer Spruch. Auch Worte können Kinder kriegen. Leute, sucht mal schön in eurem Kopf nach eurem Schatz. Da ich kein Poet und kein Dichter bin, verstehe ich diese Sätze sowieso irgendwie nicht. Für mich ergeben die keinen Sinn. Hier kommen wir jetzt nochmal an einem Rastplatz vorbei, so kurz vor der Weißen Dame. Hier fließt die Solz. Gefiederte Nahrungsspezialisten, unsere Vögel. Mm-hmm.
Hier gibt es auch einen Kinderweg. Fragen an die Natur. Da oben führt der Kinderweg vorbei. Und da ist auch im Hintergrund schon die weiße Dame in Sichtweite. Auch hier kommen wir jetzt nochmal an einer kleinen Rasteinheit vorbei. Und eine Schlange begrüßt uns, auf der man balancieren kann. So, hier sind wir jetzt bei dem Hofgut angelangt. Es ist ein altes Gut, was auch schon einige Besitzer hatte. Und hier befindet sich auch der Biergarten zur Weißen Dame. Hier gibt es auch eine leckere Bratwurst vom Grill. Und hier werden wir jetzt mal ein schönes Hefeweizen trinken und eine leckere Bratwurst essen. So Freunde, jetzt trinken wir erst einmal ein schönes Weizen und auf unserer Bratwürstchen warten wir noch einen kleinen Moment. Die Bratwürstchen sind sehr zu empfehlen, richtig gut, richtig lecker. Da es heute noch einigermaßen kühl ist, stehen hier auch leider noch keine Einheiten. Normalerweise würden jetzt hier alles voll mit Einheiten stehen. So, von hier aus könnt ihr mal sehen, in welche Richtung man überall kommt. Da geht es nach Heringen und nach Philippsthal, nach Schenk-Lengsfeld und nach Sorga. Nach Lauterbach und Schlitz und nach Asbach und Bad Hersfeld. Und für alle Radfahrer hier mal die Strecke des Fulda-Radwegs. Ich hoffe, man kann das alles so lesen. Ich kann es auch nochmal vergrößern.
So, nachdem wir jetzt ein schönes Bierchen getrunken haben und eine Glasse Bratwurst gegessen haben, machen wir uns jetzt wieder auf den Rückweg. Das ist also jetzt ein Zwischenfazit, was ich jetzt erstmal gebe. Wir sind jetzt 3,2 Kilometer hierher gelaufen. Und es geht halt nur über Asphalt. Hatte ich ja eben schon mal gesagt, weil das ja ein Radweg ist. Und das ist halt der einzigste Nachteil. Aber ansonsten lässt sich das sehr gut laufen hier. Und wenn das warm ist, ist da natürlich auch die Hölle los. Was heute nicht so der Fall ist. Es gibt jetzt so etwa 1 Kilometer in Richtung Sorga auch nochmal eine zweite Anlaufstelle. Ähnlich hier wie die Weiße Dame. Auch da ist im Sommer viel Betrieb. Das ist der alte Bahnhof in Sorga. Hier auf dem Radweg Richtung Bad Hersfeld ist ja früher die Kreisbahn gefahren. Also hier hat man auf jeden Fall Natur pur. Hier werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Solz. Auch hier steht nochmal ein Informationsschild, Lebensraum Bachlauf. Ja, Freunde. Jetzt geht's wieder auf die Rücktour. Da werde ich jetzt nicht mehr allzu viel filmen, weil das haben wir ja eben schon alles gesehen. Ich werde mich dann aber nochmal melden, wenn wir wieder angekommen sind. Bis dann. Hier auch nochmal so einen Spruch, den ich nicht so ganz verstehe. Ich falle nur für einen Dichter. Was hier auffällt ist, dass hier an den Bäumen überall solche schwarzen Kisten dranhängen. Ich weiß also jetzt nicht, für was das ist. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mir doch mal in die Kommentare rein. Ich könnte jetzt höchstens vermuten, dass das für den Borkenkäfer ist. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hängen diese schwarzen Kisten hier an sehr vielen Bäumen. Auch da hängt eine schwarze Kiste dran. Also Leute, ich habe jetzt gerade unseren Jäger getroffen. Der hat mir jetzt gesagt, er vermutet, dass diese schwarzen Kisten für die Haselmaus ist. Ich weiß ja nicht, wer diese Kisten aufhängt und wer dafür zuständig ist. Aber ja. So, wir haben jetzt den Ortsrand friedlos und Bad Hersfeld wieder vor uns. Die Sonne ist noch mal rausgekommen. So ein bisschen. Hat sich gerade wieder verhüllt. Aber zum Glück ist es heute trocken geblieben.
unsere zwei Hühner von eben haben jetzt ihr Nest gefunden. Die warten jetzt schon auf den Osterhasen. Der morgen kommt. Und jetzt treffen wir noch auf Gänse. So, Freunde, wir sind wieder in unserer Straße angekommen. Das war jetzt eine kurze Wanderung von 6,4 Kilometern. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Damit verabschiede ich mich von euch für heute. Bis zu unserem nächsten Video. Tschüss. Thank you.